Hallo Freunde, habt ihr schon mal etwas von dem Begriff Erdtelegraphie gehört? Also Telegraphie ohne jegliche Verbindungsleitung? Ein wahrhaftes Phänomen, ein physikalisches Phänomen. Hochspannend, wie ich meine, und das würde ich euch gerne mal vorstellen heute. Also bleibt unbedingt dran. Telefonie und Telegrafie über Eindrahtleitungen, das hatten wir uns ja schon angeguckt. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt nochmal in meinem Kanal ein bisschen zurückblättern. Da hatten wir Dreiteiler gedreht, um also diese ganze Technik tatsächlich auch mit eigenen Versuchen quasi gestützt hier mal so ein bisschen zu präsentieren. Ja, und der Rückstrom bei diesen sogenannten Eindrahtleitungen funktionierte ja über das Erdreich, über die sogenannten Erdspieße, die idealerweise natürlich aus Kupfer realisiert sind. Und diese Kupferrohre kann man dann schließlich auch noch bewässern, um dann eben den Kontakt zum Erdreich nochmal ein wenig zu optimieren. Und der Knaller war ja dann schließlich, dass wir tatsächlich beweisen konnten, dass in der Nähe einer solchen Telegrafie- oder Telefonieverbindung, die eben mit dieser Eindrahttechnik realisiert ist, die Gespräche und natürlich auch die Telegrafiezeichen abgehört werden können. Und das Ganze funktionierte sogar in Entfernung von durchaus 15, 20 Meter zur eigentlichen Telegrafiestrecke. Und das war schon bedeutsam. Weiterhin konnten wir beweisen, dass Telegrafie-Verbindungen sogar einen ganz großen Vorteil hatten, denn sie waren deutlich empfindlicher. Ein Telefongerät, also ein Feldfernsprecher, kann nur mit einer sehr begrenzten Sprechspannung auf die Leitung AB gehen. Und damit war natürlich schon über das Kohlemikrofon im Grunde diese Sprechspannung irgendwo begrenzt. Während eine Telegrafietaste natürlich auch mit Spannungen arbeiten kann, von 68 Volt zum Beispiel, oder auch höher, wenn Not am Mann ist. Und das Ganze funktionierte immer noch, selbst mit einem Telegrafieschreiber, der ja vor allen Dingen im Empfangsbereich ein mechanisch vorgespanntes Telegrafie-Relais hat und dadurch sehr, sehr empfindlich reagieren kann, was ein Feldfernsprecher in dieser Form einfach nicht zu leisten vermag. Hören wir uns doch diese Telegrafie-Zeichen aus unserem Experiment nochmal im Lautsprecher genauer an. Wie wir an dieser Skizze hier sehr schön sehen können, sind die Stromwege zwischen den beiden Erdspießen einer Telegrafie- oder einer Telefoniestrecke bei Eindrahtverbindung eher so zu sehen wie ein Magnetfeld. Das heißt, die einzelnen Stromlinien gehen also sehr weit in die Breite, in die Fläche des Erdreichs und sind damit natürlich auch in Entfernung von 15 bis 20 Meter über zwei weitere Erdspieße problemlos im Grunde erfassbar und damit abhörbar. Die logische Konsequenz auf deutscher Seite war 1915 komplett auf Zweidrahtverbindungen umzustellen, um eben auf diese Art und Weise, jedenfalls auf deutscher Seite, nicht mehr abhörbar zu sein. Ja, tolle Idee eigentlich, wenn nicht die Artillerie des Gegners ständig diese Zweidrahtverbindungen dann aus der vordersten Frontreihe im Grunde immer wieder durch Geschosse zerschlagen hatte und damit die Verbindung natürlich nach vorne unterbricht. Und das ist natürlich ein Problem und auf dieses Problem brauchte man natürlich eine Lösung. Der Leutnant Popper hatte mit seiner Nachrichtentruppe dann eine richtig gute Idee. Er hatte sich überlegt, wenn wir keinen Gleichstromtasten, der dann eben so tonlos im Lautsprecher nach einem NF-Verstärker zu hören ist,
sondern ein Wechselstrom, zum Beispiel 50 Hertz, dann wäre ja dieses 50 Hertz Piepen deutlich in einem Kopfhörer zu hören. Das heißt, auch ohne Telegrafie Schreiber natürlich schon mit einem Kopfhörer wahrnehmbar. Er sorgte nun dafür, dass ein sogenannter Freischwinger entwickelt wurde, also ein Gerät, was eine Gleichspannung zerhackt wie ein Zerhacker in eine pulsierende Wechselspannung, die man dann natürlich auch entsprechend spannungstechnisch noch herauftransformieren kann. Dieser Freischwinger, den wir hier sehr schön in der Skizze sehen können, ein Originalgerät habe ich bisher nicht auftreiben können, erzeugt also eine pulsierte Gleichspannung von 600 Hertz, also damit in jedem Kopfhörer sehr gut als Ton zu hören und damit natürlich, anders als vorhin noch in unserem Lautsprecher zu hören gewesen war, sehr viel klarer als Nachricht natürlich dann auch zu interpretieren. Was man natürlich als zweites jetzt unbedingt brauchte, war ein gescheiter NF-Verstärker. Nicht nur, um jetzt feindliche Telegrafie-Nachrichten abzuhören, sondern auch, um natürlich dann aus der Front vorne bei abgerissenen Leitungen auch die eigenen Telegrafie-Signale der eigenen Truppen im Grunde wieder aufnehmen zu können. Und dazu diente genau dieser NF-Verstärker, wie er hier im Bild kommt, mit sehr vielen Anschlussmöglichkeiten, die wir ganz oben gleich sehen, für verschiedene Erdspieße. Ja, und jetzt kommt der nächste echte Knaller, nämlich der Knaller, den wir unter ETEL als Begriff verstehen. Mit dem Pendelumformer, den man umschalten konnte, übrigens von 24 Volt, bis 140 Volt. Diesen Pendelumformer, also die beiden Ausgänge, konnte man auf zwei Erdspieße geben, die man innerhalb des Schützengrabens in einer Entfernung zueinander von 30 Meter etwa in den Boden rammte. Wenn jetzt die Leitungen durch Beschuss zum Hinterland zerstört oder gestört waren, so gab man im Grunde über die Morse-Taste aus diesem Pendelumformer heraus die Signale direkt auf die beiden genannten Erdspieße und konnte 1,5 bis 3 Kilometer hinter der Frontlinie diese eigenen Signale aus den Schützengräben wieder aufnehmen und natürlich auch weiterleiten. Und es ist klar, dass man natürlich jetzt es reichlich nötig hatte, hier gut zu verschlüsseln. Versteht sich von selbst, dass man jetzt natürlich erst recht Verschlüsselungstafeln und Tabellen einsetzen musste, um natürlich nicht mehr Klartext zu übertragen, sondern eben über diese Kodierungen kodierte Botschaften versendete. Aber das funktionierte, und das ist ja das Verrückte. Und wie wir hier sehen, konnte man bei dem NF-Verstärker über diese kleinen Schiebeklöppel, die wir rechts neben dem Voltmeter sehen, konnte man sich im Grunde durch verschiedene Erdspieße natürlich den optimalen Weg suchen, um den besten und damit klarsten Empfang im Kopfhörer dann auch zu bekommen. Dieser zunächst Einröhren-NF-Verstärker nannte sich BW Popper. Er ist natürlich in den Folgejahren immer weiter verfeinert und weiterentwickelt worden. Dieses Ursprungsgerät, wie in den Bildern hier zu sehen war, findet ihr übrigens im Deutschen Spionagemuseum in Berlin. Wer also mal wieder eine Reise nach Berlin plant, dann versäumt es nicht, dieses Museum mal aufzusuchen. Es lohnt sich nicht nur wegen dem hier gezeigten NF-Verstärker, sondern das Museum hat noch einiges mehr zu bieten. Im Teil 2 werden wir selbstverständlich jetzt mit dieser Theorie, die wir gerade besprochen haben, Feldexperimente wieder durchführen. Ich denke, das wird für euch wieder mal hochspannend, könnt es mir jedenfalls gut vorstellen. Wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ade und bye bye.